So, herzlich willkommen zum quasi zweiten Spielteil von Myst. Ich hatte ja gestern Abend die erste Hälfte gespielt und hatte jetzt einfach so Lust weiterzuspielen, dass ich spontan mich entschlossen habe, ganz unplanmäßig heute einen zusätzlichen Stream zu machen und weiterzuspielen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich habe auch extra schon das zweite Spiel, Riven, in der Myst-Reihe installiert, so dass, falls wir jetzt unerwartet schnell mit dem hier zu Ende sind, einfach mit Ribbon weitermachen können. Ja. So. Ich würde jetzt einmal gerade das Spiel starten, oder besser gesagt laden, unseren Speicherstand von gestern. So, und wir sind zwar gestern durch das Buch schon mal einmal durchgereist in die Kanalwelt, aber entweder habe ich davor gespeichert oder es speichert automatisch so ab, dass man quasi nicht im Buch ist. Wir gehen jetzt gleich da rein in die Kanalwelt, aber ich habe festgestellt, wir haben gestern ja zu jemandem hingerannt, der lustigerweise zum allerersten Mal auch gerade das Myst-Spiel gespielt hat oder dabei ist, und habe da tatsächlich festgestellt, dass ich in der Steinschiffwelt einen Brief übersehen habe. Den können wir vielleicht nachher nochmal kurz lesen. Wir gehen jetzt erstmal in die Steinschiffwelt, in die Kanalwelt. Das ist jetzt quasi für uns die dritte Welt von diesen vier Welten, die wir durchreisen müssen, um an alle Seiten zu kommen für die zwei Bücher. So, we stopped here yesterday. I still don't know the correct translation of this word. I think it's something like a Channelwood word or age. It's the third world we are going to travel to for searching for the red and blue pages for the books in the library. Und genau, hier haben wir ja gestern quasi aufgehört. Muss man gerade noch mein Licht ein bisschen wegdrehen. So. Gerade ein bisschen verwirrt. Ah, okay. Ich habe jetzt gerade hier das Gebäude gesucht. Das ist hier. Also, was wir jetzt hier sehen, ist im Endeffekt, es gibt keinen wirklichen Boden. Es ist überall Wasser. Alles ist mit Stegen miteinander verbunden. Und was wir jetzt hier schon sehen, ist, dass es überall ein Rohrsystem gibt, weil wir hatten ja in der Steinschiffwelt hatten wir ja Strom und auch im mechanischen Zeitalter, aber hier wird quasi alles durch Wasserkraft bewegt. So, we can see here that there is no ground, it's all water. We have this bridge system here and also a large pipe system. And we had energy in the last worlds we traveled to the in the stone ship world and the mechanical age, but in this world everything is done with water. So, das heißt, wir gehen jetzt als allererstes mal. Ich versuche, sagen wir es mal so, zu diesem Felsen hier zu kommen. Das ist quasi das einzige Stückchen wirklich, ja, Erdstückchen, das man so sieht. Das ist the only small island here in this world. Everything else is flooded. Und wir sehen auch hier, ne, dass das Rohrsystem quasi hier rauskommt. So, the pipes are going up here. And we will follow the pipe system. So, und wenn wir jetzt bis hier oben hinkommen, dann hören wir, dass hier das Wasser richtig schön plätschert.
Wir haben hier so eine Art Tank und ich denke mal, das ist irgendwie so ein Pumpending. Und weiß jetzt nicht genau, was das hier macht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber ich weiß, dass wir, wenn wir hier jetzt aufdrehen, weil hier ist geschlossen, dass wir hier das Wasser quasi in das komplette Rohrsystem kriegen. So, this one here, this is closed. And when we open it now, we can get the water in the pump, in the pipe system. We need it. Haben wir das geöffnet und das lässt sich ganz einfach klären, sage ich mal, ob es auch wirklich offen ist, weil wir hatten das ja bis eben nicht gehört, das Plätschern und normalerweise überall, wo jetzt ein Rohr ist, müssen wir es auch plätschern hören. Und man hört es jetzt ganz leise im Hintergrund, so wie now can hear the water in the background gargling. We hear it gargling and that tells us that the pipe system is running, that we opened it correctly. So, then we can go down again. I'm not quite sure with the other lever I saw, but I think we will find out later. Naja, und ich habe da, also ich habe den SIP-Modus jetzt dieses Mal aktiviert. Früher konnte man das im Spiel irgendwie ändern mit rechter Maustaste, aber jetzt durch die Scum-WM und sowas muss man das wohl vorher einschalten. Und ich habe das jetzt eingeschaltet, sodass wir nicht immer die ganzen Wege laufen müssen. Ja, gerade hier in dieser Welt und in dem Dünenland, das danach folgt, da ist dann doch ein bisschen mehr Laufen angesagt, weil die ein bisschen größer sind als die zwei Welten, die wir gestern hatten. So, I activated the SIP modus. In the original version, you could activate it in the game, but you have to activate it with the new version which is running over the ScumVM. You have to activate it prior to starting the game. So, wir hören das Wasser hier immer noch schön laufen. Und wir sehen jetzt hier ist quasi eine Y-Kreuzung. Und wir können jetzt das Wasser nur in eine Richtung lenken. Also es geht entweder in diese oder es geht in diese Richtung. Eins von beiden nur. So, we have a little crossroad here. And the water can only flow in one direction. It's either in this or in that direction. And we can change it the direction on this piece here. Hier kann man einstellen, in welche Richtung das Wasser fließt. Jetzt fließt es quasi in diese Richtung. Und wenn ich das hier drehe, dann würde es in die andere Richtung fließen. So, we can with this switch, you can change the direction of the water. We leave it there for now. Wir lassen es jetzt erstmal auf der Seite, weil ich jetzt erstmal hier hinten hin möchte. Und ich glaube auch, dass wir das von dieser Seite hier gerade im Moment noch nicht geöffnet kriegen. Und wir kommen jetzt hier wieder an eine weitere Kreuzung und können jetzt mal gucken. It's another little crossroad. We just follow the water for now and check out the other directions later. Hier ist jetzt quasi bis hier. Und hier sehen wir jetzt im Endeffekt, hier ist zu Ende. Das Einzige, was jetzt hier passiert, ist, dass das Wasser hier aus dem Rohr rausfließt. Das heißt, das bringt uns nicht wirklich Wasser. The road ends here. It looks like there once was another bridge part here, but it looks very destroyed. And the only thing that happens here is now that the water flows outside. Ich denke, das sieht nach einer alten Brücke aus, die vielleicht irgendwann eingestürzt ist im Laufe der Jahre. Das heißt, wir müssen es jetzt zumindest hier schon mal
umändern. Und ich kann mal gucken, dass ich die richtige Richtung habe. So, and we can now hear this engine here running. It wouldn't have worked when we didn't have directed the water to it. Also wenn wir das Wasser jetzt hier nicht hingeleitet hätten, dann hätte das hier auch gar nicht erst funktioniert. Ne? Wir hören das Zoomen jetzt von dem Teil nur, weil wir das Wasser dahin geleitet haben. Tada! Neue Brücke. So. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die wieder, ob die jetzt oben bleibt, wenn wir das Wasser nachher umleiten, oder ob die dann wieder runtergeht. Also I'm not sure if it stays up when we direct water into another way, or if it will go down again. So, aber letzten Endes ist das jetzt quasi nur eine Abkürzung, also ein anderer Weg zu dem hier. Also da haben wir jetzt quasi nur den Rundweg geschlossen. So, we just closed the circular here. But there are no pipes on this side. So if we want to get the escalator working, we have to direct water to it. So, wenn wir den Aufzug hier hoch zum Dorf haben wollen, dass der auch funktioniert, dann müssen wir das Wasser auch dahin umleiten. Und dazu müssen wir hier an die Kreuzung. Gerade mal gucken. Einfachsten kann das, denke ich mal, hier umwurschteln. Und mit dem Aufzug ist jetzt da, ne? Ja. Das war falsch. Das hat mich der SIP-Modus sozusagen mehr verwirrt, als dass es mir gerade geholfen hat. Muss ich echt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu weit zurückhüpfe. So. Damit. Kriegen wir dann das jetzt da hin? Das ist hier. Da. Ah, okay, das war das, was ich übersehen hatte. Alles klar. So, nochmal. Next try. Da. Super. Ja, now it's working. Funktioniert das doch. Sehr vertrauenserweckender Aufzug. Very trustworthy construction here. Okay, so now we are on the second floor. Und wir sind jetzt oben im ersten Stock. And we can see the bridge system down below. But this is not the only floor. There is one level upstairs as well, when I remember correctly. Also das ist jetzt definitiv nicht die einzige Etage. Wir haben hier unten das Grundlevel sozusagen mit dem Brückensystem, und wir haben jetzt hier oben ein ganzes System mit Brücken und Gebäuden. Aber es gibt meines Wissens auf jeden Fall noch mindestens eine Etage über uns, wo auch noch was ist. So, jetzt können wir uns erstmal umgucken. Es ist ein bisschen, sag ich mal, unübersichtlich, finde ich. Also das ging mir zumindest früher mal so. Es ist schwierig
sich hier in dem Level irgendwelche Orientierungspunkte zu suchen, weil die Hütten alle sehr ähnlich aussehen. So it's a little bit confusing because the huts look very similar to each other. Genau, und das ist ja das, wo wir gestern drüber gelesen hatten, dass es hier quasi so eine Art affenähnliche Rasse gab, die hier oben gelebt haben und früher die Menschen, die auf dem Boden gelebt haben, als als da noch Erde vorhanden war und irgendwann mal die Inseln sozusagen hier versunken sind. So. Jetzt glaube ich, hier geht es nur in diese eine Hütte noch hinein. I think there is only this one and then, yeah, there is a dead end here. So, here is the escalator and we can go through this hut to the others in the back here. Also, das hier ist so eine Sackgasse. Und wir haben dann hier quasi noch den Aufzug, von dem wir gekommen sind. Und hier, wenn wir über diese Hütte gehen, dann können wir zu den anderen gehen. Und man sieht jetzt schon, finde ich, dass die Bäume wirklich groß sind. Ne? They are really, really tall, the trees. And I'm not quite sure, but the tree on Mist, which is much larger than the other ones, and contains the book to travel to this world. I think I might read somewhere that Atreus brought a sapling from this world back to Myst and planted it there on Myst. Also wenn ich mich jetzt nicht komplett falsch erinnere, meine ich irgendwo mal gelesen zu haben, dass Atreus quasi hier ein Setzling mitgebracht hat von diesen Bäumen und den auf Myst gepflanzt hat. Und das ist quasi dieser Baum, der so viel größer ist als alle anderen, wo jetzt auch der geheime Mechanismus drin ist, zu dem Buch in diese Welt, in die Kanalwelt. So, man sieht, dass die Hütten alle in echt nicht gutem Zustand sind. Oh, sorry, ich muss gerade echt gehen. Und das, ja, ich finde das ehrlich gesagt alles nicht sehr vertrauenserweckend, weil man sieht, wie Teile schon auseinanderbrechen. Der Boden ist teilweise hat ganz schöne Löcher. Und ja, ich würde mal sagen, es sieht sehr danach aus, als wenn schon wirklich lange hier niemand mehr lebt. So, it's not very trustworthy. You have big gaps and holes everywhere, and it looks like the peoples are gone for a long time and nobody lived here in a while. It's pretty rundown. Okay, können wir uns jetzt quasi mal weiter umschauen. Aber außer ein paar Krügen und Töpfen gibt es hier nicht wirklich viel. Ein paar Tischen und Bänken oder was das auch immer sein soll. Sorry, wenn ich jetzt echt viel rumgehe, ne? Ich habe nicht so wirklich gut geschlafen heute Nacht. Okay. Kann ich nur hier lang. So, was haben wir hier? Haben wir jetzt hier oben die Tür, glaube ich, geöffnet. Die war, glaube ich, sonst verschlossen. Und das ist ganz cool, weil wir dann jetzt den Aufzug nicht mehr brauchen. Wenn wir jetzt hier rübergehen und die Treppe dazu bringen, dass sie sich einmal entrollt sozusagen, können wir ja einfach die Treppe hochgehen und können unten das Wasser an eine andere Stelle umleiten. So, this part is very important because we opened now the door. You couldn't open it from the other side. It was closed. And when we open the stairway, you can go up and down between the two floors with the stairs, and you don't need the escalator. And we can put the water in another direction away from the escalator to get some other things working. So that's an important thing to do. Jetzt ist nur die große Frage, wo kam ich her und wo muss ich hin? Das ist hier immer so ein bisschen. Ich glaube, wir kamen hier so rein, ne?
Aber ich glaube, hier geht es auch irgendwie nicht weiter. Also ich glaube, man kommt nur bis hier. So we can't get to the other side. I think we have to use the stairs. Ich glaube, wir müssen da tatsächlich über die Treppe gehen, weil wir sonst nirgendwo lang kommen. Gucken wir mal. Mann, an der Hütte waren wir da? Oh, das ist das echt, was ich so verwirrend finde. Mit dem hier. Nee, ich glaube, hier waren wir nicht. Groß doch. Da ist jetzt das hier. Da ist nämlich jetzt die Tür offen. Man kann jetzt runtergehen. Ich glaube. Genau, man muss die nämlich auch einmal von hier öffnen, wenn man sonst nicht rauskommt. So. Now use this one. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, für irgendwas brauchen wir auf jeden Fall das Wasser da noch. Können das mal einmal umleiten. Yes, we can do something with the water here. But I'm not quite sure what it is. I think, yeah, that's another escalator to the upper level. Okay, den können wir gleich noch nutzen. Ich will jetzt aber gerade noch kurz gucken, dass wir hier nichts übersehen haben. Aber ich glaube, auf dem Level haben wir sonst alles. Wir gucken jetzt einfach mal nach oben. Sorry. Should we use this lift-to-closet? Ja. What the heck? Jetzt können wir uns einmal nochmal umschauen. Wir haben hier den Aufzug, von dem wir gekommen sind. Hier hat es eine Brücke in die Richtung und wir haben hier Brücken in die Richtung. Und wir sehen jetzt hier ein Stückchen weiter unten quasi das untere Level sozusagen vom Dorf. So, we can see the other floor down here.
And we have a bridge going in that direction and some in the other direction, so we start with that one. Und das sieht ein bisschen mehr solide aus als das, was unten so ist. Okay, so. Ich würde mal behaupten, dass das dieses Gebäude quasi zu den beiden Brüdern gehört. Aus der Zeit, in der sie hier in der Kanalwelt gelebt haben. Wir haben ja da das Tagebuch gelesen. Und man kann, denke ich mal, schon auf dem ersten Blick ganz gut erkennen, zu welchem der beiden Brüder es gehört. Das sieht sehr nach Cirrus Stil aus, der ja doch sehr auf Luxus und die schönen Dinge im Leben, sag ich mal, steht. Und auch wenn jetzt hier ein bisschen was kaputt ist, die Stühle liegen hier kaputt, aber der Rest vom Raum, der sieht doch schon sehr gut aus. Also wenn man jetzt hier mal allein die Wände betrachtet, im Gegensatz zu den Hütten unten, dann ist da schon echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. So, this looks a lot like Cirrus' style. He likes more the luxurious stuff, and along the walls and the floor looks a lot more exquisite than the on the lower level. Okay, dann sehen wir uns doch mal um. Das Bett hat Schubladen. Insel Myst. Ah, und wenn wir uns jetzt erinnern, wir haben die andere Hälfte von diesem hier. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es war entweder das mechanische Zeitalter oder auf der Steinschriftwelt schon gelesen. Und hier steht nochmal was von einem Hebelgewölbe auf der Insel Myst. Also irgendwo befindet sich noch ein Gewölbe auf Myst, in dem wir quasi noch nicht gewesen sind. Und der Eingang befindet sich quasi irgendwo im Verborgenen. Hier steht auch auf jeden Fall nur, dass man sich Einlass verschaffen kann. Man soll die Anweisungen befolgen. Irgendwas mit Hebeln und ein... Zuerst den Hebeln, sie jeden diese, also irgendwie zuerst jede der Hebel auf die Position ein und gehen sie dann zum Pier und stellen sie den auf Position aus. So, das kann man jetzt hier noch rauslesen sozusagen. Und ich denke, das ist was wir dann zum Schluss mal ausprobieren werden. Dass wir quasi alle Hebel auf der Insel Myst auf der einen Position lassen, aber den an der am Pier quasi aus. So, this part of paper is the second half to one we found in one of the other two worlds we already visited, and it tells about a cave on Myst and something that when we want to get entry to this cave, we have to put all the levers in the on position, exactly the one at the pier, that one must be off, turned off. So we will try this later. Haben wir noch eine andere Schublade? Okay. Jede Menge Wein. So, er hat auch, sag ich mal, also für die Verhältnisse hier einen recht ordentlichen Waschtisch. Sieht so sehr aus, würde ich mal sagen. So 18, 1900 rum. Washing table in the style of the 19th or early 20th century. Dann haben wir hier noch ein kleines Tischchen mit, ja, blickt genau auf die kleine Insel, ne, auf der Insel, wo die Hütte stand. Da ist oben auch das Windrad. Und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das hat sich am Anfang nicht gedreht. Und mit diesem Hebel innen, bei dem ich mir nicht sicher war, kann man das irgendwie auf einstellen, falls ich mich noch so ganz grob korrekt erinnere. Und we found a red page. Hier ist die rote Seite. Die lassen wir jetzt aber erstmal wieder hier, so wie wir das sonst auch immer gemacht haben.
weil sonst habe ich die Hand quasi nicht mehr frei, um vielleicht irgendwas anderes mitzunehmen, was wir vielleicht unterwegs brauchen. Und ich würde jetzt als allererstes erstmal, wie wir es in den Welten davor gemacht haben, erstmal gucken, alles lösen, sodass wir wissen, wo das Mistbuch zurück ist. Und wenn wir das alles fertig haben, dann können wir erst die eine und dann die andere Seite holen. So, we leave it here for the moment. We now know where it is. And we solve all the puzzles to get back to Myst. And then we can go back and take first one of the pages, the red or the blue one, and then after that the other one. Okay, ich glaube, sonst gibt es aber hier nichts mehr. I think that's all in this room. Gehen wir mal zu der Stelle, wo wir noch nicht waren. Und es sieht aus, als hätten wir hier noch zwei weitere Gebäude. Nicht ganz sicher, kann man hier irgendwas machen? Ah, oh. Oha. Okay, nette Begrüßung. Also dieses Kauderwelsch, gehe ich mal davon aus, dass das die Sprache dieser affenartigen Rasse ist, weil Edge es ja auch geschrieben hatte, dass die eine andere Sprache sprechen und dass sie dabei waren, das zu lernen. Das war auf jeden Fall Akena, der Bruder, der hier mehr auf diesen ja, morbiden und Waffen und Folter und Giftgedöns steht. Also man merkt das immer gleich, dass seine Räume deutlich düsterer sind. So, that was Akenar. And I think he spoke in the tongue of the natives here of this monkey-like folk, which Atreus wrote about in one of his diaries. And you always recognize his rooms because he has a very yeah, morbid like style with torture stuff and poisons and weapons everywhere. Okay. Ja, nett. Very nice. Keine Ahnung, was du damit machen sollst, aber es sieht aus, als wenn, ja, keine Ahnung, dass vielleicht irgendjemand im Kopf abtrennt oder so. Don't know what it's for, but it's looks like to behead someone or stuff like that. So, not very nice. Kann das sein, dass da zwei Türen sind? Ja, ne? Sind wir da hergekommen oder sind wir aus dem anderen gekommen? Ne, ich glaube, wir sind aus dem anderen gekommen. Okay, na jetzt erstmal hier lang. Ah, okay, ja, man kann auch da quasi nirgends weiter. Gehen wir doch mal hier lang. Man kann quasi hier auch außen einmal rumlaufen. Wir sind jetzt quasi durch den Raum durch. So, we could have gone around this room, but we gone through it, because we want to check everything. And we have one last hut. Eine weitere Hütte. So. Also wenn das eine zu. Ah, hier ist die blaue Seite. So. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Raum auch zu Akena gehört und man sieht hier im Verhältnis zu Zeus gleich, dass ihm offensichtlich der Komfort, sag ich jetzt mal, nicht so wichtig ist. So. It looks like Akena, because this room belongs to him as well, doesn't very need much comfort stuff. He likes it rustic. And we see the blue page on the floor here. So, da haben wir schon mal die blaue Seite gefunden. Das heißt, wir wissen jetzt schon mal, wo die rote Seite ist. Wir wissen, wo die blaue Seite ist und müssen jetzt im Endeffekt erstmal noch das Rätsel dann lösen, wie wir wieder zurückkommen können. Als erstes gucken wir mal, was es hier so gibt. Weitere Nachrichten.
Ah, okay, vielleicht ist das so eine Art Übermittlungsgerät, weil das ist genau die gleiche Nachricht, die wir eben in dem anderen Raum gesehen haben. So, maybe that's some kind of message system, because it's the same message we saw in the other room. Maybe it can project it to the other room. Check out if there are some more messages. Gucken, ob da noch mehr ist. War das der richtige Knopf, lieber Bruder? Ein sehr interessantes Gerät. Ich lösche doch wohl nichts Wichtiges. Denkt daran, er bereitet sich vor. Nimm nur eine Leitung, lieber Bruder. Okay, also die ersten drei waren jetzt nicht wirklich wichtig, weil ich als Kauderwelsch das ja ohnehin nicht verstehen, aber die letzte Nachricht war von Cirrus an seinen Bruder Agna und ich denke, das ist, zeigt sehr deutlich, dass die zwei Brüder total im Clinch liegen und sich überhaupt nicht grün sind. So the first three messages were not very important because we can't understand them anyway, but the last one was a message from Cirrus to his brother Akenar, and I think it really shows that they both don't like each other and they try to sabotage each other all the time, and it also shows that Cirrus really has a mean streak to himself. Ja, also es zeigt, finde ich, auch ganz gut, dass der Cirrus der ja zwar vielleicht, weil er einen nicht so morbiden Geschmack hat, ein bisschen freundlicher rüberkommt, doch eine ganz schön gemeine Art und Weise an sich hat, wenn man mal guckt, wie er mit seinem Bruder redet und umgeht. Ich meine, ich denke nicht, dass Akena wirklich besser ist. Er hat halt nur eine andere Art und Weise. So, they're both not really nice persons, but they are different in their style of cruelness. Okay, ich denke, hier oben haben wir jetzt tatsächlich erstmal alles entdeckt, was es zu entdecken gibt, soweit. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal, ich wundere nicht, ich will hier gerade mal kurz in der Schublade, ich brauche ein Taschentuch und ich habe gerade festgestellt, dass die Packung auf meinem Schreibtisch leer ist. ja, also hier oben gibt es eigentlich nicht wirklich groß jetzt viel noch zu entdecken. Wir haben die Seiten gefunden, wir haben die Räume von den Brüdern gefunden, was ja immer so das Wichtigste ist, weil uns die Räume ja relativ viel über die Brüder sagen. Und ich denke, wir können jetzt erstmal nochmal ganz unten gucken, was wir da noch machen können, weil da gab es ja noch ein paar Wege, die wir noch nicht lang gegangen sind. So, I think we saw everything relevant on this floor. We saw the rooms of both brothers, which tell us a lot about their character. And I think we will go downstairs and look for the parts of the island we haven't looked up yet, because there is one way we haven't used yet from the bridge down below. Also da war ja eine Ecke, wo wir nicht weitergekommen sind, und ich denke, wir versuchen jetzt erstmal, ob wir da irgendwie weiterkommen. So, mit dem SIP-Modus geht es halt echt deutlich schneller.
muss ich kommen. Da ist die Brücke. Jetzt muss ich erstmal nochmal genau gucken, wo das eigentlich war. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite die versunkene Brücke. Aber hier, genau. Da geht es bisher nicht weiter. Und ich denke, wir müssen hier dieses Stückchen vom Rohr irgendwie ausfahren. Das ist nur die große Frage, wie wir das schaffen. So, we need to longen the pipes on that side. I'm just not quite sure how it's been done. So because the reason why we need to do that is we want to use this elevator. Also der Grund, warum wir quasi das Wasser hierhin umleiten wollen, und das geht halt nur über dieses ausfahrbare Rohr, ist, dass wir diesen Aufzug hier nutzen wollen. Und ich würde mal sagen, das sieht hier doch ganz gut aus. That looks good. Okay, so. Now we can put the water in this direction to get the elevator working. Also, wir lenken das Wasser jetzt einmal so rum um, sodass wir den Aufzug hier nutzen können, weil das ist der, den wir noch nicht genutzt haben. Bisher kamen wir ja gar nicht dran. Okay, das ist hier so verwirrend mit den Brücken. Muss erstmal wieder gucken, dass wir an die Stelle kommen, wo ich überhaupt das Wasser höre. So, erstmal in diese Richtung umdenken. Und in diese Richtung, das müsste passen. Und ich glaube, da müsste das hin. Nee, das war schon falsch. Wie hat mich denn das jetzt hingeleitet? Ab in die Botanik. Das hasse ich ja echt. Das ist, weil ich diese. Das ist der Grund, warum ich diese Welt so verwirrend finde. Ich muss jetzt hier. So. Okay, da fehlt's schon. Ja, das passt doch hier hinten und vorne nicht. Okay. Crap. Now it's okay. Okay, jetzt sollte das passen. So, und deswegen ist das auch ganz gut, dass wir hier die Brücke schon ausgefahren haben, weil sonst würden wir jetzt quasi gar nicht hinkommen. Wenn wir es jetzt richtig gemacht haben, sollten wir jetzt hier gleich wieder. Ja, genau. We hear the water here. This one is working. Yay!
So, und da haben wir auch schon das Mistbuch gefunden. So, we found the Mistbook. It's here. So, okay. Then down again. Jetzt müssen wir natürlich nochmal runtergehen. Ah. Natürlich erst die Türe schließen, weil wir jetzt noch gar keine von den Seiten mitgenommen haben. Das müssen wir jetzt noch schnell ändern. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob wir jetzt noch den Aufzug benutzen können, der weiter oben ist. Da bin ich mir nämlich nicht ganz sicher. Oder ob wir das Wasser nochmal umlenken müssen. Ich hoffe ja nicht. Wahrscheinlich funktioniert der jetzt nicht. Ja. Doesn't work without water. So, okay. Down again. Aber das sollte jetzt mit diesem einen Hebel eigentlich relativ einfach umzustellen sein. Think that should be easier now, because we only have to pull one of the levers. Okay. Blaue Seite. Got the blue page. Ah, okay. There's a door. I was a little surprised now. Didn't see it before. Ich habe die Türe vorher überhaupt nicht gesehen. Deswegen hat es mich jetzt echt überrascht. Im Endeffekt muss Edris einmal durch die kompletten Welten durchgegangen sein und diese ganzen Sicherungen quasi eingebaut haben, dass man die einzelnen Verbindungsbücher zu Myst oder auch auf Myst dann selber zu den anderen Welten nicht so gut findet. Und wenn wir uns an die geheime Nachricht erinnern, die er am Anfang gegeben hat, ging er davon aus, dass seine so eigenen Söhne die Bücher in der Bibliothek zerstört haben. So, Atreus must have built up all the fail-safes, so that you don't find the books in the worlds and also the books in Myst easily. And he said in his secret message that he is he thinks that one of his sons, but he doesn't know which one destroyed all of his books. So, jetzt können wir die blaue Seite einmal einfügen. Ah, mein Freund. Für die blauen Seiten. Oh, ich glaube. Bezeugt, dass Cyrus schuldig ist. Bitte, lassen Sie mich frei. Zerstören, genau wie er. Ein Unschuldiger wird zu Unrecht gefangen gehalten. Haben Sie seine hemmungslose Gier nach Reichtum bemerkt?
Der niederträchtige Plan hat fast perfekt. Letzter Schlag für Vater. Er macht ihn glauben, ich sei der Mörder. Sie haben fast mich umgebracht. Bringen Sie mir die restlichen blauen Seiten, bitte. Ein Lügner. Narr und Lügner. Darf ich befreit werden, oder? Die letzte blaue Seite aus dem letzten Zeitalter von Nix. Ich muss frei sein, Sie müssen mich befreien. Ich halte Sie nicht für alle Ewigkeit aus. Ich bitte Sie, bitte, bringen Sie die Seiten, die blauen Seiten. Okay, also ihm fehlt quasi nur noch die eine Seite und er wird jedes Mal ein bisschen aggressiver und versucht uns auf jeden Fall davon abzuhalten, die roten Seiten zu finden. Und er sagt, dass es wirklich nur noch eine einzige Seite ist, die fehlt. Die Frage ist jetzt, wollen wir ihn wirklich befreien? Ist das so gut? Er kommt jetzt nicht so wirklich super rüber. Akena told us that that there is only one page left we need to find to free him, but to be honest, I'm not quite sure if we really want to free him, because he isn't really a sympathetic person. It seems that he is very much aggressive and have a lot of morbid interests, so not quite sure if we really should do that. Okay, jetzt müssen wir den Baum nochmal hochfahren, komplett, damit wir wieder an die geheime Kammer innerhalb des Baumes kommen. We have to get the tree up to get to the secret entryway. Okay, so, jetzt sind wir wieder zurück und können die rote Seite von dieser Welt auch noch holen. Und dazu müssen wir natürlich jetzt hier einmal nochmal das Wasser umstellen, damit wir hier den Aufzug in der oberen Etage wieder nutzen können. So, we have to change the way of the water so we can use this one again. And then we have to go on the back of the escalator to the hut of Cirrus.
anderen Seite. Nee, da war sie nicht. Hier. So, der erste Red Page. Now we can go down again. Wir können jetzt erstmal wieder runter. Jeder Seite kannst du deutlicher erkennen. Bald befreit aus diesem schrecklichen Gefängnis. Du. Gehen Sie zum letzten Zeitalter. Sie haben nicht überzeugt. Dargelegt, dass mein Bruder wahnsinnig ist. Er ist schuldig. Nutze die Freiheit aus, die unser Vater uns gab. Achna begann zu erobern. Ich bitte Sie noch einmal. Kümmern Sie sich nicht um die blauen Seiten. Er wird uns beide zerstören, so wie er auch die anderen Zeitalter von Mist zerstört hat. Nie entkommen. Bringen Sie mir nur die rote Seite. Meine Geschichte. Ihre Klugheit. Sie werden erkennen, dass ich unschuldig bin und er schuldig ist. Auf dieser vergessenen Insel vor langer Zeit. Ich verdanke Ihnen mein Leben und werde Sie reich belohnen. Ist im Endeffekt immer wieder das Gleiche. Jeder Bruder versucht uns davon zu überzeugen, dass er der Richtige ist und dass wir nicht auf den anderen hören sollten. So, jetzt haben wir im Endeffekt drei der Welten durchgespielt und es gibt es noch eine Welt und das ist dieses Dünenland, von dem wir schon gelesen hatten. Ich bin jetzt eigentlich raus. Kommt doch gleich. Können ja gleich den Turm umstellen. So, for the last word. In German it's something like Dune, but from the book I've got, I saw that the English name is Salentic word. And we have to go to the spaceship. Den Turm jetzt erstmal auf das Raumschiff umstellen, so dass es rot leuchtet. Dann müssen wir wieder in den Turm hinein, um den Schlüssel für das Puzzle zu finden. So, we have to go up to the tower.
so that we can get the key for this world. And now we see the spaceship. Wir können von hier aus das Raumschiff sehen und wissen, das Buch zum Dünenland ist im Raumschiff versteckt. So we now know for sure that the book to the Salentic world is in hidden in a spaceship, and we can get the key for this puzzle. Here's the key. Hier sehen wir das Schlüsselsymbol, und dann haben wir hier in der Wand wird uns gesagt, wir müssen. Oh, echt, sorry. Wir brauchen 59 Volt. So, to solving the spaceship puzzle, we need 59 Volt. And we already found the generator building. And we can go there and look that we get this 59 Volts to work. Wir haben ja bereits gestern das Generatorhäuschen gefunden. Und das ist sozusagen die Stelle, wo wir mit diesen 59 Volt arbeiten müssen. Es tut mir echt leid, dass ich so viel gehe. I'm really sorry for yawning all the time. I'm really tired. I didn't sleep well. Okay, so. Hier sehen wir, dass Myst über einen riesen Generator verfügt. Das ist wirklich verdammt viel Strom für so eine kleine Insel. Und was mir heute Nacht, weil ich so viel wach war, auch aufgefallen ist, ist, es macht einen großen Unterschied zu diesem ersten Spiel, Myst, wo man im Endeffekt auf Myst selber, wo man ja sagt, die Familie lebt mit 4 Personen auf dieser Insel. Es gibt aber nicht ein einziges wirkliches Wohngebäude. Ne? Man hat zwar die Bibliothek, aber man findet nirgendwo eine Ecke, wo man schlafen oder hätte kochen können. Das ist beim Design hier irgendwie völlig untergegangen, im Gegensatz zu diesen anderen Welten, wo es ja zumindest die Schlafzimmer der beiden Söhne gibt. Das ist in den späteren Spielen übrigens besser geregelt. Also da sieht man doch klare Wohnräume, wo geschlafen wird zum Teil oder wo gekocht wird oder sowas auch. I just thought this night that they did a little of a design mistake with Myst, because there is a family with 4 persons living on this very small island, and you don't see anywhere rooms for sleeping or places to cook. You found the sleeping quarters of the sons in the 4 other worlds, but you don't find anything like that on Myst. And that is something they changed in the other part of the game series. In the other parts, you clearly found places where the people lived and cooked and slept and stuff like that. Okay, so. Now we have to look that we get 59 volts here. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir auf 59 Volt kommen. Wir können jetzt mal gucken, die einzelnen Knöpfe bringen quasi unterschiedliche Zahlen. Und das ist jetzt im Endeffekt ein einfaches Hochrechnen, sage ich jetzt mal. 16, aber 5, das sind 9, 19. 22, 2 und 1. 10, 17. 17. Das ist vielleicht so. Ach, zählt er das jetzt schon direkt dazu? Ja, erzählt es dazu. Okay, das macht es natürlich deutlich einfacher. Das ist schon zu viel, da sieht man dann, da fällt der hier runter.
Okay, das wären jetzt 59. Das sind die oberen zwei, die unteren zwei und diese zwei. Ich glaube, wir müssen einmal kurz alles ausmachen, weil sich die rechte Seite ja gehimmelt hat. Okay, wir haben jetzt aber hier 59 und 59 war ja das, was wir einstellen sollten. Jetzt könnten wir einfach mal zum Dingens gehen. Na, wie heißt's? Zum Raumschiff. Und da gucken. Dass wir, ob wir das zum Laufen gebracht haben, quasi. Also, beziehungsweise nicht das Raumschiff zum Laufen gebracht haben, aber halt, ob wir das Ding geöffnet haben, sodass wir an das Buch drankommen. In das Dünenland. I just remembered that there is something to do down here. Da, ich glaube, da muss man nämlich hier irgendwie noch was machen, dass der Strom auch wirklich weitergeht. Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe mich da gerade nur dran erinnert, deswegen dachte ich, wenn wir jetzt eh schon dahinter gehen. Nee, doesn't open. Something is wrong. Es funktioniert nicht. Irgendwas fehlt. Also, was ja wir gesehen haben, ist, dass quasi das eine sich ausgeschaltet hat. Und das hatte sich ja komplett abgeschaltet, nachdem ich einmal zu viel Strom hatte. Das ist also quasi wie die Sicherung geflogen. Vielleicht hilft uns das da weiter. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn es aus ist vorher. So, maybe it's working now. That we did some kind of reset to the system. We'll have to look if this counter now goes up as well. It still doesn't work. Funktioniert immer noch nicht. Vielleicht gibt es da noch so einen Turm. Vielleicht haben wir nur einen gefunden. Maybe there is a second tower.
So. Ich hoffe, dass das uns jetzt mal geholfen hat. Dass es wieder funktioniert. So, I hope it's working now. Ja, okay. Es funktioniert wieder. Okay, now we have 59 Volts. So, jetzt haben wir 59 Volt und jetzt sollte eigentlich das Raumschiff aufgehen. So, it should open up. Yes, it does. Okay, so. Was wir jetzt hier sehen ist, wir haben hier eine Apparatur mit verschiedenen Tönen und hinter diesem Glas, das kann ich jetzt schon mal verraten, ist das Buch, das wir brauchen. So, we have system with some buttons which make different sounds. And I know that the book is behind this one. And we have this piano thing, which we can play. And it sounds very similar to the buttons on the other side. So, das haben wir ja. Haben wir quasi auf der anderen Seite sind die gleichen Töne wie zu diesem hier. Und falls ihr euch noch erinnert, dass wir gestern in einem der Bücher über diese Welt, über das Dünenland, ein Bild gesehen haben, wo wir ein Piano abgebildet hatten und verschiedene Tasten. So wie saw a piano picture in one of the books we read yesterday about the Celentic world, and there were some of the buttons marked yellow and also sorted with a number. So we have to look for the special keys. So the number one, I photographed it yesterday, should be this one. Also ich habe das ja gestern abfotografiert und das hier sollte die erste Taste sein. Da waren ja ein paar gelb markiert. So, und diesen Ton müssen wir jetzt quasi auf der anderen Seite in die Apparatur an die erste Stelle machen. Das sollte dieser hier sein. Should be this one. There are a lot of music related or sound related puzzles in the Myst Games. Ja, das sind relativ viele Rätsel in den Myst-Spielen, die tonbasiert sind. So, das sind 2 und 3 und dann sollte das hier die 2 sein. That should be the second one. Ich glaube, das sollte das sein. I think that's it. Ja. I'm quite honest, I don't like sound-based puzzles. Ich bin ehrlich, ich mag diese ganzen tonbasierten Rätsel ehrlich gesagt so gar nicht. Der dritte sollte das hier sein. Ja.
könnte stimmen. So, das vierte ist der hier. Klingt auf jeden Fall schon mal ähnlich. Und dann noch der letzte Ton. Das ist dieser hier. Okay, dann probieren wir mal unser Glück. Let's try. Ja, war klar. Es funktioniert einfach nie beim ersten Mal richtig. Nee, das ist, warum ich das hasse. It doesn't work the first time ever when I try it. So, some of them are wrong or one or more. Einer oder mehr sind falsch. Also das klingt eigentlich für mich richtig. Der zweite war der hier. Auch das klingt eigentlich richtig. Ne, der ist ein Hauch tiefer, würde ich sagen. Ich hoffe mal, dass das jetzt richtig ist. Okay. Yes. So, das ist ja die Welt, in der, von der Atreus geschrieben hat, dass, dass er hat fliehen müssen, weil er Angst hatte um sein Leben, weil massenhaft Meteore irgendwie eingeschlagen haben und dann gab es später auch noch jede Menge Vulkanausbrüche. So, wir kriegen das jetzt nicht mehr auf. Genau. Und dass sich die Welt halt durch die Meteoreinschläge auch von seinem ersten zum nächsten Besuch sehr stark verändert hatte. So, that's the word where Atreus wrote that the flat because he was
scared for his own life, because a lot of meteors struck this world, and after that there was volcanic activity, and the complete island changed. At first was a very lush world with a lot of green and grass and stuff, and after the catastrophe, it was more like a desert and only one oasis was left afterwards. So er hat geschrieben, ja, dass diese Welt eigentlich am Anfang echt wunderschön war. Es war sehr grün, es waren überall Wiesen, und nach der ganzen Katastrophe war es dann halt mehr wie eine Wüste, und dass halt nur noch eine kleine Oase quasi ist übrig geblieben. So, wir haben jetzt hier ein Gebäude, in das wir nicht reinkommen, weil auch hier wieder ein soundbasiertes Rätsel ist, zu dem wir die Lösung noch nicht kennen. So, we have here another sound-based puzzle. Yay! We don't know the correct sounds yet, so we can't do anything at the moment here. So, was wir jetzt aber sehen, ist, dass Atreus offensichtlich nicht untätig war, weil es gibt ja hier doch einiges an gebauten Strukturen. So Atreus must be very busy. We see a lot of man-built structures here. Und hier quasi, würde ich sagen, das letzte bisschen Grün, das auf der Welt noch übrig geblieben ist. So, the last bit of greenery left in this world is here. Wood. What do we hear? We hear water here. Wir hören hier das Wasser, und wenn ihr mal genau seht, hier liegt eine blaue Seite, und wenn ich mich richtig erinnere, aufgrund der katastrophalen Zustände in dieser Welt, war er hier nie mit seinen Söhnen, sondern nur alleine. Das ist vielleicht auch der Grund, warum wir die blaue Seite jetzt hier einfach so hier liegen finden, anstatt dass sie irgendwo in einem Schlafraum versteckt ist, wie es sonst üblich ist. So, when I remember correctly, Atreus was only always alone in this world. He never took his sons with him, maybe because of the disaster and the danger. And that's why we maybe find the blue page from Akenar's book in the middle of nowhere here, instead of his sleeping quarters, like in the other worlds. Aber was wir jetzt hier finden, ist Wasser, und man kann das hier anschalten oder ausschalten. Wir schalten es mal an, und was wir sehen, ist hier wie so eine Art Übertragungsgerät. Das leuchtet rot. Ich weiß gar nicht, leuchtet das auch rot, wenn man das... Ja, okay, es leuchtet auch rot, wenn man es ausgeschaltet hat. Da ist quasi hier wie so ein Mikro, das dieses Plätschern vom Wasser, weiß der Himmel wohin, überträgt. So, der ist a microphone and at the water, and it transports the sound to somewhere else. We don't know where yet. Ich glaube, da geht's aber sonst. Oh, ich muss schon wieder gehen. Herrgott. Da geht's jetzt hier sonst nirgendwo hin. So, und hier sehen wir auch den See mit dem kleinen Felsen, von dem er geschrieben hat. We can see the lake
which Atreus wrote about in his books, and The Little Island. And he also wrote that he have to find a better way to get to this island. And also that the lake is much bigger than it once was before, and he thinks that one of the meteors struck right into the lake. And that's why the little island appeared. Er hat ja auch geschrieben, dass der See jetzt viel, viel größer ist, als er ursprünglich war. Er hat auch die Farbe geändert und er hat versucht, einen besseren Weg zu der Insel zu finden. Und auch, dass er vermutet, dass einer der Meteore direkt hier eingeschlagen hat und deswegen das Ganze jetzt größer ist und auch das der Grund ist, warum hier diese Felseninsel entstanden ist. So, wir haben hier eine weitere Konstruktion, wie die wir eben gesehen haben. Und die überträgt ein Uhrengeräusch. So, we have another of this sound things here with the noise of a clock tower. Or just a clock. So eine weitere Konstruktion und wir sehen jetzt hier oben liegt die rote Seite. Das heißt, wir haben schon mal beide Seiten in dieser Welt gefunden. Das Rätsel haben wir schon mal, also schon mal sozusagen gelöst. Das ist ja nicht wirklich ein Rätsel, aber man muss halt immer die Augen offen halten, wo die Dinger sind. Wobei es jetzt hier relativ einfach ist. Ja, und das sind hier so, keine Ahnung, so Basaltsäulen oder was das sein soll. Und der Wind wahrscheinlich dadurch, dass er da so durchfegt, solche lustigen Geräusche macht. I think it's the wind running through this stone things, which makes this sound. Hier hören wir den Wind heulen. Aber uns fehlt noch ein Geräusch. Deswegen, das haben wir noch nicht gefunden. Müssen wir jetzt erst nochmal zurück, bevor wir da in diesen Tunnel steigen. Da, das fehlt noch. Das sind die Geräusche, die aus der Schlucht kommen und man sieht hier unten sehr beruhigend Lava. Ja. Man sieht aber auch, und da hat Atreus ja auch drüber geschrieben, er wollte gerne die Erdwärme sozusagen und die Kraft hier nutzen und wir sehen, wie hier irgendwelche Rohre nach unten gehen. Also scheinbar hat er da ganz ordentlich gewerkelt, um was auch immer hier strombasiert ist, quasi darüber irgendwie zu betreiben. So we can see the pipes running down there. Atreus wrote that he wanted to use this power for electricity in this world. And it looks like he's even have done exactly that. So. Switch. So, und was jetzt quasi der Fall ist, wir sind
auf der kleinen Felseninsel im See. So, we are now on the little rock in the lake through the tunnel. Okay, so, damit wir im Endeffekt diese Türe, die wir am Anfang gesehen haben, die soundbasiert war, öffnen können, müssen wir erst dieses Rätsel lösen. So, we first have to solve this puzzle to get the door in the mountain to open. Or to solve the puzzle to open it. Musste nur noch mal eben die Nase putzen, die läuft heute irgendwie. Wir sehen jetzt im Endeffekt die Symbole von diesen fünf verschiedenen Geräuschen. Ne? Das fließende Wasser, die Lava, der Uhrenturm, die singenden Felsen und den Windtunnel. Und wir müssen jetzt auf der Insel quasi die exakte Position finden, sodass wir das Geräusch übertragen können. So we see the little symbols of each of the sounds and we have to find the correct location of each of them. So, jetzt hören wir das. Das heißt, das ist schon mal auf der richtigen Position. So, we can now hear the clock tower thing working. So, this position should be right. So, we go back. Ich glaube, das könnte dieses hier sein. I think that should be the lava thing. Yes, I can hear it. So that's this two we already have the right positions for. Wir haben schon mal zwei Stück gefunden. Da haben wir auch schon das Wasser. So, we found the water one. Müsste irgendwo dann das Geräusch von dem Windtunnel da sein. Ich denke mal, dass das der Windtunnel ist. Das ist halt im Endeffekt wirklich simples Suchen.
Da ist noch ein Zahn. Felsenzahn. Ah, okay, wir brauchen das genau ohne Störgeräusche. Das haben wir, glaube ich, bei den anderen noch nicht. Da haben wir noch das Störgeräusch dabei. So, we need the pure clean sound without any other noises. We don't have this on the other ones. So, jetzt haben wir schon mal vier. Was ich noch nicht gefunden habe bisher, war das hier. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie lokalisieren können. Also zumindest optisch vielleicht grob lokalisieren, hier mit der U. Try to locate, locate the, this one at least a bit. Rear view and hope that it makes it easier to find the sound. I think it's somewhere behind this one, but I'm not quite sure. What can I? Oh no, it was before you before the secret passageway. Und das müsste das sein, das bei dem Tunnel da irgendwo in der Nähe ist. Da. Here we can hear the wind. Ja, jetzt muss man nur noch den finden, wo keine Störgeräusche dabei sind. Wasser, Wind, Schlucht, Uhr. So, ich denke mal, das ist die Reihenfolge, die wir quasi bei dem Türrätsel brauchen. Es muss erst die singenden Felsen, das Wasser, die Wind, die Schlucht und die Uhr. So, that should be the right combination. Not the way they are printed here, but the way the sound showed us. So, wind, water, clock tower and stuff in that combination. So, we can go back to the door. So, we
gehen jetzt mal zu der Tür im Fels zurück und gucken, ob wir das quasi so einstellen können. Und damit die Tür aufkriegen. So, als erstes waren die singenden Felsen. Okay, da sind auch noch irgendwelche wahllosen Geräusche dabei. So, there are some random noises as well. That artist. That should be the first one. Das zweite war das Wasser. So, the second one should be the water. Dann hatten wir den Wind, das ist gleich hier oben. Danach war die Lavaschlucht. Das war nur doch hier. Und ganz zum Schluss hatten wir den Mondturm, so der Clock Tower aus der Last One. Somewhere in the middle. So mittig. Yes. Okay, bevor wir da jetzt aber reingehen, holen wir uns zumindest eine von den Seiten, weil es macht keinen Sinn weiterzugehen, wenn wir keine Seite mitnehmen. Der Oase. Nein, dreh dich doch mal. Okay. Hier, da. Okay, speichern. Just save the game first. So, und das war das Rätsel, bei dem ich nie so wirklich verstanden habe, wie das funktioniert und für das ich mir damals extra das Lösungsbuch habe kaufen müssen, weil man sich durch ein riesiges Labyrinth durchwühlen muss und ich einfach nicht den leisesten Schimmer hatte. Wie? So, das Erste, was wir machen müssen, ist mal signalisieren, dass wir überhaupt losfahren wollen. So, that one is the puzzle, which I didn't know as a child / teen. How to solve, because it's a gigantic maze and I had just absolutely no clue how to find the right way. So, das ist ein riesen Schienensystem und man kann hier quasi an allen Positionen mehr oder weniger in 8 verschiedene Richtungen fahren, also Richtung Norden, Richtung Nordosten, Osten, Süd, Ost, Süden und so weiter. Ne? Also in alle Himmelsrichtungen sozusagen. Und ja, das war einfach sowas, wo ich mir immer gedacht habe, woran erkenne ich das, dass ich jetzt in die richtige Richtung fahre, weil es sind halt einfach 8 verschiedene Möglichkeiten jedes Mal, wenn das Ding anhält. Und ja,
ich hatte einfach keinen blassen Schimmer. So, you can drive this cart in 8 different directions. You can go north, northeast, east, south, southeast, south, and so on. And when I was young, I just didn't know how I know which direction is the right one, because there are so many possibilities. Und als ich dann irgendwann mal das Let's Play mir angeschaut hatte von jemandem, der sich mit der Geschichte um die Spiele wirklich ganz massiv beschäftigt hat, der hat das schön erklärt, wie das funktioniert hat, und ich wusste endlich nach 20 Jahren, wie dieses scheiß Rätsel funktioniert. Das war sehr befriedigend, endlich mal zu wissen, wie es funktioniert. Also das war wirklich sehr frustrierend. So, I watched many years ago Let's Play about this game, and from someone who really put a lot of work into the Let's Play to explain really everything, not only each puzzle, but also all the history stuff. And he explained this puzzle, and that was the first time I really understand how this puzzle worked. And only took 20 years to get to this point, but okay. So, wir haben jetzt gerade eben einen Ton gehört, und das ist der Ton, der uns quasi die richtige Richtung anzeigt. So, the sound, that pling we just heard, that's the sound which show us the right direction. I just do a little demo. Ich mache mal eine kleine Demo. Wir drehen jetzt quasi das Gefährt. Wir stehen jetzt Richtung Norden. We don't hear a sound. Wir hören kein Geräusch. Und es klingt total simpel, wenn man sich das jetzt, wenn man das jetzt so sagt. Aber wenn man in diesem riesigen Labyrinth feststeckt und einfach keine Ahnung hat, dass dieses Plingen vom dem Moment, wo man runtergekommen ist, das ist, auf das man achten muss, und einfach mal drauf losfährt, dann ist man schon heillos verloren. Also das ist wirklich super, super schwierig. So it may sound easy now, but when you start driving in some direction and you never heard the pling again, then you just don't know. So we hear now a different sound. Wir haben jetzt einen anderen anderes Geräusch gehört als das ursprüngliche, und das ist quasi nicht das Richtige. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht weiter Richtung Norden fahren, sondern wir brauchen dieses Pling, das wir beim ersten Runterkommen gehört haben. Das heißt, wir drehen jetzt einfach so lange, bis wir das Pling wieder haben. So we have to turn around as long as it need to hear that pling sound again. It seems so easy now, but I was really, really lost in this one. Why do I don't hear anything? Wow, okay. Und es funktioniert schon jetzt nicht mehr. Richtig. Das ist super. Nier. So, jetzt ist natürlich die große Frage, wie machen wir das jetzt? Wir kamen von Norden. Das heißt, wenn wir jetzt nach Süden fahren, müssten wir eigentlich an die Startposition zurückfahren. Hm.
Eine Sekunde kurz, mein Mann möchte gerade was wissenschaftlich. Okay, ja, ist jetzt natürlich ganz super, weil das, was ich da erklärt bekommen hatte und ich mir gedacht habe, jetzt weißt du endlich, wie die Scheiße funktioniert, jetzt irgendwie halt so gar nichts macht, ist, ich höre kein Geräusch. Jetzt einfach mal auf gut Glück losfahren, dann haben wir wieder das gleiche Problem im Endeffekt, wie ich damals hatte. Oder hören wir das Geräusch nur dann, wenn man quasi und wenn die Richtung gestimmt hat? Also jetzt haben wir ein Pling gehört. Kann natürlich auch sein. Es ist schon eine Weile her, dass ich das gehört, also das angeguckt habe. Ich war jetzt einfach. Okay. Hier sagte er, kann nicht vorwärts. Müssen wir jetzt. Ah, okay. Da geht es. Bestimmte Wege gehen nur vorwärts und bestimmte gehen nur rückwärts. Da könnte man jetzt auch vorwärts. Also wir haben jetzt einmal Norden und einmal Osten. Und noch eine andere Richtung. Süden geht auch nicht. Und Westen auch nicht. Also es geht nur Norden und Osten. Das heißt, wenn wir jetzt hier einmal sagen, wir fahren vorwärts und wir jetzt kein Geräusch hören sollten. Dann brauchen wir das andere. Hoffe ich zumindest. Okay, das war jetzt ein anderes Geräusch. Jetzt gehen wir mal nochmal zurück und dann gehen wir mal nach Osten und gucken, ob da dieses Bling kommt. Und ich hoffe, dass wir dann doch noch vielleicht rausfinden, wie die Scheiße funktioniert. Boah, ey, das ist echt mein most hated Puzzle von dem hier. Okay, also da haben wir jetzt wieder das Bling gehört. So nach dem Motto, jetzt bist du auf dem richtigen Weg. Das ist auch der Grund, warum ich das mir für den Schluss aufgehoben habe. Ich will einfach nicht. Das sind aber jetzt auch unterschiedliche Geräusche, ne? Ah, okay, das wiederholt das Geräusch. Aber aufmachen können wir nicht, weil wir jetzt nicht an der
wichtigen Ort und Stelle sind. Oh, Leute, ey, ich die Scheiße hasse. Was ist das? Können wir da irgendwas drücken noch? Nee, ne? Scheint zwar ein Knopf zu sein, aber man kommt irgendwie nicht hin. Oder es ist einfach nur eine Leuchte. Also scheint, dass wir hier wirklich nur in die eine Richtung können. Ich bin jetzt schon wieder völlig lost in dem Scheiß hier. Mal, ob ich jetzt einfach sagen kann, ich fahre mal nochmal komplett zurück bis an den Start. Weil ich nämlich ehrlich gesagt nicht den leisesten Schimmer habe, wo wir jetzt gelandet sind. Irgendwo müssen wir falsch abgebogen sein. Ah, okay. Ja, alles klar. Wir sind also quasi direkt am Start gewesen und sind noch gar nicht wirklich weit gewesen. Okay. So I just wanted to go back to the start and hopefully to get it easier sorted out. I thought we were far deeper into the maze, but obviously we weren't. We were just in the beginning. Vielleicht müssen wir gar nicht auf das Pling achten, sondern jedes Mal auf das Geräusch, das es macht, wenn wir ankommen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ah, okay, jetzt haben wir das Pling wieder gehört. Also doch vielleicht das Pling, ich weiß es nicht.
Okay, also ich bin völlig lost. Ich habe irgendwann mal, wie gesagt, dieses Let's Play geguckt und da wurde es erklärt und das war auch echt verständlich, aber das ist schon weit über 10 Jahre her. Offensichtlich sind meine Erinnerungen diesbezüglich nicht mehr richtig und bevor wir jetzt hier ewig durch das Ding hier durchirren und ich da die nächsten Tage quasi damit beschäftige, gefühlt mich da durchzuhören, gehe ich jetzt und gucke mal einmal in die Lösung rein, damit wir hier einmal ordentlich durch das durchgehen hier. Weil, nee, keine Lust dazu. So, I just said, I obviously remember how to do it not really correctly, so I may just take a look where to go to. Hi, greetings. Glad you are here. I love the Myst games. I played them plenty of times, but the f my favorites are the second, the third, and the fourth one. So Riven, Exile, and Revelation. And I played this one about 10+ years ago for the last time. Do you have played them as well? Abduction? Ist denn? Ah, okay, it's made by the same people, but it's not in the Myst universe. It's another one or it's a new one because okay, that's good to know. I never yeah, I'm not really up to date with what they are doing now after Myst Beyond Ages, they said the story is closed and they will no more Myst games. And I was really sad at that time. It's a similar game. Okay, I must really have to look that one up if it's similar. I really loved all of the Myst games. I really like the idea of writing worlds and traveled through the books and all the history of the Dani and stuff, which you not get a lot in the first book, but in the later in the first game, but in the later games you get so much history stuff, and I really like that one. Ah, great. That's awesome. Yeah, I try to keep it bilingual and tell everything in German as well as in English, except when I speak directly with some of the viewers, then I don't translate it into the other language as well. Where you are located in New York, in New York State or NYC? Because I'm honest, I only ever visited NYC. I have never were someone else in the States. I was there a few times and I really, really like it. I had to cancel two trips to NYC due to Corona. I'm lost again, I think. Bin schon wieder irgendwo. Ich hoffe, dass wir das noch finden, sozusagen, den richtigen Weg. Ich hatte eigentlich jetzt gedacht, wenn ich ein bisschen lunse, dann funktioniert es, aber irgendwo scheine ich da wieder den Anschluss verloren zu haben.
That's cool. Never went there, but I think that's pretty cool because you are not far away. You can go down there if you like, but you live a lot more, probably more quieter there. It's not so noisy. Yeah, the red button makes the sound that I already know. That's the only puzzle I always struggle with. All the other ones are very easy for me, but that one I always had problems with. Yeah, that's for sure. I think everything is different in NYC because it's yeah, it's such a big city. Yeah, I know it's a sound puzzle, but I still struggle with it. I don't know why. I told a little bit earlier that I watched a Let's Play about over 10 years ago from someone who really put lots of effort into explaining all the puzzles and explaining all the history and stuff and all the little secret details you might miss. And he explained this one, and that was the first one I really thought, oh, that's how it works. But because it's so long ago I watched this, I don't remember it. That's yeah why I struggle again with the same. And I really, really hate this one. I told yesterday that when I, well, better said, I was introduced to this game through one of my cousins. She is 7 years older than me, and she asked me to help her with this one because she was stuck in totally at the beginning, and I was maybe, I don't know, 12 or 13 years old. It's a really, really long time ago. And we went through the game together. And yeah, I actually could help her and open the parts on Myst so we could go to the other islands and stuff. And then she lent me the game so I could play it myself. Yeah, but the problem is that I only hear the sound when you already drive in some direction, and then when you're at it, and can now hear this one. But my problem is that if I drive in the wrong direction and then I have to drive back, then I'm mostly lost again because it's too, I don't know, my direction senses are totally lost at that point already. And you can not only go in four directions, you can also go in the, also
not only north, east, south and west, but northeast, south, ost and stuff like that as well. So it's eight directions. Ah, okay. Thank you very much for that. So maybe I can remember that more easily now. Yeah, I did hear the double tone now. That's what you meant, I think. So, das war jetzt dieser Doppelton, den er gemeint hatte. Das bedeutet, dass es dann in eine von den Diagonalrichtungen geht. Und das war das. Ah, damn it, that was the wrong one. Das war die falsche Richtung. Jetzt mal gleich wieder zurück. I have to go back. There was the pling that was the first one we started with for the north direction. Also das Pling vom Anfang, das war ja das, was nach Norden gezeigt hat. So, müsste das, das hier sein. So, pling und ein anderes Geräusch, so pling and something else, so north and something else can only be northwest, then that's really helpful, it makes it a lot easier. That's because it was the first one you hear when you start go in the starting position. I hope we arrive soon because I really really still hate it, even when it's easier now. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht mehr so lange haben, weil ich mag es einfach nicht, das Rätsel. Ich werde es wahrscheinlich auch nie mögen, egal ob man es jetzt versteht oder nicht. Das 20 oder 30, besser gesagt inzwischen. Das Spiel ist ja schon 30 Jahre alt. Macht es einfach nicht besser. So, I heard it, hated this puzzle for 30 years, I think, even when it's easier now and you explained it. And I'm really thankful for it, but I still won't like it. I don't think it will change after so many years of not liking it. Okay, sind wir jetzt angekommen?
Yes, we arrived, finally. So, back to Myst. Okay, ich speichere jetzt auf jeden Fall vorsichtshalber nochmal ab. Just want to save for safety reasons, because I don't want to do it more than needed. So. Achna, ich bin froh, dass Sie zurückgekehrt sind, um meine ungerechte Gefangenschaft zu beenden. Cyrus hat mir das angetan. Cyrus, mein hinterhältiger Bruder. Hören Sie nicht auf ihn? Ich warne Sie. Ich warne Sie noch einmal. Er ist ein Lügner. Lassen Sie sich nicht von seinen üblen Lügen verführen. Lassen Sie nicht frei. Er hat meinen Vater getötet. Er wird auch Sie töten. Alles fing mit Cyrus' Verlangen nach Reichtum an. Er stahl Dinge aus dem Zeitalter von Myst. Er hortete Reichtümer nur für sich. Während Vaters Wachsamkeit nachließ, erklärte mein kranker Bruder sich heimlich zum König. König der Zeitalter von Myst, sagte er immer. Er begann mich zu verachten. Seinen gewöhnlichen Bruder. Ich habe ihn gehasst. Dann begann Cyrus, die Zeitalter von Myst zu zerstören. Er brannte die Wälder nieder, er zerstörte die Gebäude, er überflutete die Ebenen, er tötete die Bewohner. Er vernichtete alle Zeitalter bis auf vier. Natürlich versuchte ich, meinen Vater zu warnen, aber als ich endlich gefunden hatte, was Cyrus bereits da und versuchte, ihn mit der Doppelzähigkeit einer Schlange zu überzeugen. Er überzeugte meinen Vater, dass ich die Zeitalter zerstört hatte. Vater glaubte ihm, dass ich derjenige war, der nach Macht und Reichtum strebte. Und schließlich glaubte mein Vater, ich sei der Mörder. Aber Cyrus handelte nicht schnell genug. Und während mein Vater langsam starb, begann er an den geschickten Lügen meines Bruders zu zweifeln. Nahm Vater uns beide gefangen, als er im Sterben lag, da er nicht mehr wusste, wie er Glauben schenken sollte. Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage. Lassen Sie mich frei. Sie müssen mich freilassen. Mein Bruder ist ein bösartiger Lügner und verdient Strafe. Ich möchte nur meinen Vater rächen. Den Mord. Glauben Sie mir? Sie müssen nur noch eine Seite finden, mich aus diesem Gefängnis zu befreien. Dies ist am leichtesten zu finden. Gehen Sie zum Regal in dieser Bibliothek. Ganz rechts im mittleren Regal ist ein verbranntes Buch, das sich von den anderen verbrannten Büchern unterscheidet. Dieses Buch enthält Muster. Suchen Sie nach Muster 158. Zeichnen Sie das Muster auf der Tafel im Kamin nach. Auf diese Weise gelangen Sie zur letzten blauen Seite. Denken Sie daran, lassen Sie die rote Seite liegen. Nehmen Sie nur die blaue Seite und bringen Sie so schnell wie möglich zu mir. Berühren Sie das grüne Buch nicht. Es ist eine Falle, um diejenigen gefangen zu nehmen, die nicht gewarnt wurden. Widerstehen Sie der Versuchung, andernfalls werden Sie wie ich in diesem Gefängnis verrotten und sterben. Ich sage Ihnen, wenn Sie meine Anweisungen befolgen, wird sich das für Sie lohnen. Das verspreche ich Ihnen. Gehen Sie jetzt. Gehen Sie. Okay, so, wir hören wieder die gleichen Geschichten, dass sein Bruder so böse ist und dass wir ihn retten sollen und seinem Bruder quasi nicht helfen sollen. Und er hat uns jetzt noch etwas über ein verbranntes Buch erzählt, in dem es bestimmte Muster gibt und über einen Kamin, über den Kamin, dass wir da quasi eine Art Geheimgang öffnen können. So, he told us
same as always, don't save his brother, only save him, and that his brother is evil. But he told us also about page 158 in one of the burned books, and that we have to put the picture we found there into the chimney to open a secret passageway. But my family wants to eat in the next minutes, so I have to stop here for today. Thank you very, very much for your help. I really appreciated it. I will play the rest of this game and all the other missed games one after another now, but I will also do do art-related stream. That's the most what I normally do, but I just wanted to play them again, and I asked the people if they want to watch me play them again after so many years. So that's why I started. But I keep some of the streams in the week art-related and some of the streams game-related. Yeah, I wish you a good day as well and a wonderful weekend. Thank you very much for joining me today. We will raid to Jomio. He's awesome, awesome artist, and it's his birthday today. So I thought we might hop in and wish him a good day. Thank you very much. Excellent. Und wunderschönes Wochenende noch für alle. Vielleicht machen wir morgen weiter. Mal gucken. Wir hüpfen jetzt noch zu Jomio. Der hat Geburtstag. Und ich dachte, wir wünschen ihm mal alles Liebe zum Geburtstag. So we can wish him a good birthday today. Doesn't work. Just a moment, please. I have to do it again.